Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Elon Motors TV von der Reise Teil 2 nach Italien mit dem Tesla Model Y. Ich bin heute schon unterwegs, hier etwas sportliche Betätigung und heute geht es dann weiter aus Österreich Richtung San Benedetto. 1000 Kilometer waren zu fahren und heute die Live-Impressionen, aber die Eindrücke sind, wie man richtig lädt, wann man anfängt, wie viel man vorhalten muss, wenn man so wie hier ich am Urlaubsort nicht plane zu laden und dann der letzte Supercharger 150 Kilometer weg ist. Das werden wir besprechen und einige Fragen von Zuschauern, spannend übers Model Y, die werde ich euch beantworten. Wie viele Scheiben hat man hinten? Was ist in dem Handbuch mittlerweile drin, Deutsch? Was liegt dabei? So Fragen, passen drei Sitzkissen hinten drauf? Das werden wir uns auch angucken. Ansonsten wird es wieder vollgepackt. Viel Spaß dabei. Die heutige Sendung baut sich auf. Wir legen gleich mal los, fahren aus Österreich weiter und dann, wenn wir am Supercharger angelangt sind, beim nächsten, das war dann in Trento, dann geht es nach Modena und dann nach Fano und da werden wir dann auch noch Zuschauerfragen beantworten, schauen uns das an, wie viel Kindersitz hinten reinpassen, paar Eindrücke aus dem Model Y. Also los geht's, Abfahrt, es geht weiter aus Österreich. Also es geht weiter und ich melde. Ja, jetzt sind wir am Brenner, aber wir haben noch 178 Kilometer. Und würden jetzt mit 36% laden. Ihr seht, die Batterie ist noch relativ voll. Und das kostet mich jetzt einfach mehr Zeit. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Ich habe vorher schon mal geguckt. Der nächste Supercharger wäre jetzt hier auf der Route im Trentino. Hier Trento. Der hat 10 Plätze frei, 150. Und da habe ich schon gecheckt. Da kommen wir dann mit 10% an. Und das ist dann optimal für die Ladekurve, um einfach Zeit zu sparen. Also 11%. Kommen wir da jetzt an, da fahren wir jetzt durch. Wir haben jetzt schon auf der Route, seht ihr, 18,2 der Schnitt. Wir sind jetzt hochgefahren im Berg, die ganze Zeit war es bei 17. 260 Kilometer und fahren jetzt einfach nochmal 130. Also ihr seht, Reichweite ist überhaupt kein Problem hier in diesem Auto. Ja, super, es geht weiter und dann sind wir so um 22.30 Uhr in Trentino. So, jetzt kommen wir am Supercharger Trentino an. Und jetzt sind wir bei knapp 10%, ein bisschen mehr. Und ihr seht, wir sind schon 392,5 Kilometer gefahren. Immer noch 68 Kilometer in der Batterie. Und jetzt laden wir hier und ich schalte jetzt mal um auf Prozent. Und dann könnt ihr gucken. Das kommt jetzt übrigens bald mit dem Software-Update, dass man das oben direkt umschalten kann. 14%. Ja, und hier ist jetzt ein Supercharger V2. Und da werden wir jetzt laden. Und das geht jetzt relativ schnell. Und dann zeige ich euch schnell die Route, wie es weitergeht. Und hier ist der Supercharger. Und da können wir jetzt natürlich wesentlich schneller laden, weil wir nah an den 10% sind. Und hier erwarte ich dann auch, dass er relativ schnell Richtung 150 Kilowatt Ladeleistung geht. Da sind die Supercharger und dass das alles funktioniert. Das wussten wir vorher. Wir brauchen kein Kabel, gar nichts, sondern wir stellen uns hier einfach hin. Und es geht gleich los. Ich nehme euch mal mit für mal. Was das mit den Fünfern auf sich hat, das erkläre ich euch später. So, kurz aufmachen und ich nehme euch mal mit. Okay. Und hier seht ihr ja, mein Kabel ist immer dabei. Ich check dann nur kurz, dass es blau leuchtet und jetzt ist gut. So. Schauen wir uns das an und ich erkläre euch jetzt schnell, wie es weitergeht. Es ist 22.42 Uhr, Laden ist gestartet und jetzt gucke ich natürlich, wie es weitergeht, wie lange wir überhaupt laden müssen. Ich habe das jetzt nur auf hell gemacht, damit einfach ihr das besser seht in der Nacht. So, er lädt jetzt. Ich erwarte, dass das Richtung 150 Kilowatt geht. Hier ist jetzt die Route drauf nach San Benedetto und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, er zeigt jetzt Modena, wäre der nächste Stopp. Das ist hier übrigens, wo die Ferraris gebaut werden. Das ist auch ein ganz netter, da war ich natürlich überall schon. Und dann geht es weiter Richtung Forli noch. Und der letzte ist dann Forli, da ist dann zum Frühstück. Also praktisch, jetzt würde es dann weiterfahren, 30 Minuten laden, also bis 10 nach. Wären jetzt praktisch 200 Kilometer bis nach Modena und dann würden wir da ankommen mit entsprechend, das rechnet er jetzt gerade aus. Also ihr seht, es ist alles wunderbar zu rechnen. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Pause, man könnte jetzt ein bisschen ausruhen
und dann geht's weiter. Und hier seht ihr auch, die 143 Kilowatt sind jetzt doch relativ schnell da und jetzt lassen wir es entsprechend hochlaufen. So, jetzt sind wir in Modena, 16% sind wir angekommen und ich lade jetzt mal, kann man hier einfach rausnehmen und das ist ja einfach cool, hier den Knopf drücken. Okay. Und jetzt werden wir 20 Minuten wahrscheinlich laden. So, es geht weiter. Schauen wir uns das noch kurz an. Laden ist gestartet und jetzt schaue ich mir das an. Hier zeigt ihr mir jetzt 20 Minuten. Modena Italy 20%, dann weiterfahren und dann sieht man auch, wann man jetzt ankommen würde. Passt schon. Es passt schon. Das sieht gut aus hier drauf. Ich habe jetzt mal umgeschaltet auf hell, damit man es besser sieht. So, also wenn man in 20 Minuten weiterfährt, dann würde man jetzt in Forli 14% da ankommen und da werden wir dann noch als der vorletzte dann, also das heißt, wir sind jetzt einmal in Trento, einmal hier und einmal da, dreimal laden auf der ganzen Route, also das ist schon ziemlich wenig. Im Standard Range würde man jetzt wahrscheinlich einmal mehr laden oder müsste man auf jeden Fall. Fano, genau, Fano machen wir voll. Okay, alles klar. Aber Moment, dann lasst mich mal schauen, ob wir bis nach Fano fahren können. Dann rechne ich das jetzt mal aus und dann brauche ich da nämlich nicht zwischenfahren. Ja, mit minus 2. Wir laden jetzt einfach durch und werden dann praktisch bis Fano fahren. Das macht mehr Sinn. Okay, alles klar. Weil jetzt sind wir bei 55%, jetzt können wir durchaus noch ein bisschen laden. Das passt. 15 Minuten noch. So, jetzt geht es gleich weiter. 5 Minuten noch und wir haben jetzt 67% und kommen dann in Fano mit 9% an. Und von da sind es nach San Benedetto dann knapp noch über 100 Kilometer. Und hier werden wir dann vollladen, sodass man dann nach einer zweistündigen Pause losfahren kann, um dann hier die ganze Woche über das Auto parken zu können. Also das ist jetzt der Plan. Gut, das war jetzt der zweite Stopp und jetzt geht es gleich weiter. 10%, ich stöpsel ab. Also Ladegeschwindigkeit 62 Kilowatt in Riegel und los geht's. Ja, schönen guten Morgen, die Zuschauer. Wir haben jetzt auch 2,5 Stunden geruht auf einem Autobahnparkplatz. Die Klimaanlage lief natürlich im Campingmodus und das tat dann ganz cool. Wir sind nämlich schon 730 Kilometer jetzt gefahren. Und jetzt geht es auch dem dritten Ladestopp entgegen. Und hier ist jetzt das Ziel, den Wagen vollzuladen, um dann danach die letzten 100 Kilometer weiterzufahren. Und dann am Zielort in San Benedetto praktisch 70-80% Batterie noch zu haben und dann können wir das Auto da etwas nutzen, 100 Kilometer, was wir normalerweise nicht machen, aber bei der Reichweite geht das locker und dann wieder zurück. Beim Standard Range hat man dann natürlich nicht so viel Spielraum, aber man hat natürlich die Freiheit, die komplette Zeit, 1-2 Wochen da unten nicht laden zu müssen, denn das ist ja nicht das Ziel des Probleme haben es am Zielort, sondern einfach das Auto zu parken wie jedes andere Auto und da steht er auf dem Parkplatz, verliert dann maximal 1% am Tag, vorausgesetzt man lässt den Sentry Mode aus und dann hat man seine Ruhe. Aber jetzt geht gleich die Sonne auf hier über der Riviera, wir nähern uns dem Ziel und hier in diesem Supercharger in Fano sind jetzt 6 Plätze frei, 130 Kilowatt max, der ist jetzt nicht besonders schnell, ist aber egal, denn dort werden wir frühstücken und dann geht es dem Ende entgegen dieser Reise durch die Nacht im Model Y. Einige Blicke haben wir schon erhascht, die haben geschaut, was ist das für ein Auto, ganz gespannt, aber für uns ist ja das Wichtigste, 17,6 der Schnitt jetzt momentan, wir fahren natürlich jetzt hier 130, in den Alpen war es dunkel, da war ab und zu mal 110 Geschwindigkeitsbeschränkung, aber ich glaube, wenn man das Fahrzeug nicht super schnell fährt, dann ist das alles hier im Rahmen und 17,6 Durchschnitt,
Das ist auch super für ein SUV. Ansonsten, es fährt sich super, es ist gut gedämmt, es ist leise. Mir kommt es leiser vor als das Model 3. Und hier die Armauflage hier oben, das ist einfach total cool, hier oben zu sitzen und einfach das zu genießen in so einem großen Auto. Auch die Kinder fühlen sich wohl, es ist okay. Durch die Rückenlehne verstellbar, konnte man dann auch ein bisschen schlafen. Und eben auf dem Rastplatz haben wir natürlich hinten umgelegt und die Kinder konnten flach liegen. Ja, jetzt warten wir noch, bis die Sonne aufgeht. Und dann gibt es noch Zwischenfazit am Supercharger mit noch weiteren Außenimpressionen. Schön, dass ihr dabei seid, hier bei InnoMotors TV. So, und jetzt beantworte ich euch noch Zuschauerfragen. Und zwar hier Doppelverglasung vorne. Und jetzt war die Frage, ob hinten auch noch eine Doppelverglasung ist. Aber das ist nicht der Fall. Hier ist es nur eine Scheibe, ihr seht's. Also das ist wie beim Model 3 auch. Die zweite Frage ist, ob hinten drei Kindersitze reinpassen. Ich habe das jetzt mal hier so drüber gepackt. Der eine, ich habe natürlich nur so Sitzunterlagschalen momentan dabei. Die geht jetzt hier rüber. Und da drüben ist das gleiche nochmal. Und jetzt könnte man sich vorstellen, ich habe jetzt leider nur zwei, dass man praktisch jetzt hier, schaut euch das mal an der Kante, den hier drüben so hinstellt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier eine dritte hinpacken können. Also es würde wahrscheinlich knapp gehen. Schau mal. Ja, also wenn man den jetzt hier in die Mitte packt, so, dann seht ihr, ist das hier außen auch noch machbar. Und es ist gar nicht so schlecht. Das heißt, wenn ich den jetzt hier rüber nehme, pack den hier hin, ja, würde das gut passen. Ich zeige es euch nochmal von der anderen Seite. Von vorne. Also würde funktionieren. Schaut euch das mal an. Drei. Und jetzt seht ihr auch, die Rückenlehne ist nicht im gleichen Abstand. So, und jetzt seht ihr auch, hier oben habe ich es verschmiert eben mit den Tüchern. Jetzt nehme ich mal ein neues Tuch. Hier, das sind diese Babytücher. Machen wir mal was zur Sitzpflege. Schau dich das an. Wunderbar, alles weg. Also kinderleicht, hier das sauber zu halten. Und Mücken müssen natürlich draußen bleiben. Ja, also es ist eine tolle Atmosphäre. Also das sollte die Frage beantworten. Drei von diesen Kindersitzen passen hier rein. Also es ist auf jeden Fall ziemlich gut gemacht und eine Ecke gefühlt auch breiter als im Model 3. Gab es noch eine Zuschauerfrage bezüglich des beigelegten Handbuchs? Es gibt dieses Roadside Assistance, das ist so ein kleines Leaflet, das sind nur so 5-6 Seiten und leider momentan nur in Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch. Da fehlt noch die deutsche Version, also man sollte dann etwas Englisch können, denn auch das PDF-Manual, was man sich runterladen kann als Besitzer, ist momentan nur in Englisch. Also da muss Tesla auf jeden Fall noch nachbessern. Denn da sollte schon was Deutsches dabei sein. Ja, das beantwortet dann auch noch die eine Frage von euch. Ja, das war der zweite Teil. Morgen geht es dann weiter mit dem Teil 3, wie wir hier in San Benedetto ankommen mit der letzten Ladestation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf euch, morgen wieder dabei zu sein. Also, Servus und schönen Tag noch. InnoMotors TV, 200.000 Kilometer Erfahrung auf Tesla. Schreibt mir eure Fragen an InnoMotorsTV@iCloud.com oder joint die Facebook-Gruppe InnoMotors TV. Dort diskutieren wir über alles und morgen geht's dann weiter mit dem dritten Teil. Bis morgen, Servus!